Mein Name ist Erwin Wagenhofer, ich komme aus Wien und mein Beruf, den ich ausübe, seit ich praktisch erwachsen bin, ist Filmemacher. Ich sehe mich auch nicht als Dokumentarfilmer, auch nicht als Industriefilmer oder Werbefilmer oder Fernsehfilmer. Für all diese Formate habe ich gearbeitet, sondern ich sehe mich als Filmmacher. Und das schaut bei mir so aus, dass am Anfang steht eine Idee, ich will irgendeine Geschichte erzählen. Das ist, glaube ich, überhaupt die Hauptmotivation des Filmmachens. Und dann schaut man, wie man diese Geschichte erzählt und für wen. Da spielen natürlich diese Formate eine Rolle. Und dann orientiert man sich, was ist da der geeignete Zugang. Also das kann ein Dokumentarfilm sein, kann aber auch eine Komödie sein. Vielleicht erzählt man Geschichte über Komödie viel besser und so weiter und so fort. Also so sehe ich das in etwa. Also um das kurz zu machen, weil das ist natürlich ein abendfüllendes Thema, war das so, ich wollte immer Musiker werden. Das hat witzigerweise viel auch mit Graz zu tun. Ich kam aus Niederösterreich und habe mit 10 Jahren ein Instrument begonnen zu lernen und wollte Jazz-Trompeter werden und habe dann mit 16, 17 erkannt, da habe ich da schon einen Platz gehabt in Graz, einen Studienplatz, dass das nicht das wird, was ich mir vorstelle, nämlich, dass ich eben diese Geschichten nicht so erzählen kann auf dem Instrument, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich einige Filme zufällig mehr oder weniger im Fernsehen gesehen, bei meinen Eltern damals noch. Kann mich noch erinnern, das ist ganz frisch, weil ich jetzt eine Lecture hatte in Wien. Da gab es eine Retrospektive von den frühen Polanski-Filmen, Kattelbach, also Kult des Sack. Hat mich unfassbar fasziniert und dann habe ich mir von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger umgesattelt und bin zum Film, vom Film angezogen worden und da bin ich bis heute geblieben. Das ist auch ganz einfach erklärt. Ich bin dann mit 19 nach Wien mit einem einzigen Ziel. Das Ziel war, Film zu studieren. Bin nicht aufgenommen worden auf der Hochschule und habe dann eben eine technische Grund, also wie sagt man, einen Beruf erlernt, indem ich ein technisches Studium gemacht habe. Ich habe es auch fertig gemacht und an dem Tag, wo ich fertig war, bin ich dann wirklich zum Film gegangen. Also das war dieser Umweg. Ich bin heute übrigens sehr dankbar dafür, weil erstens einmal ich viel gelernt habe, was ich tagtäglich brauchen kann. Technischen Know-how und Grundlagen, also ich weiß wirklich, wie so eine Kamera oder wie so Ton funktioniert, wirklich, ich kann es ja reparieren, muss das auch immer wieder machen, weil wir teilweise ganz Mini-Teams sind, die unterwegs sind. Also ich sehe das überhaupt nicht, wie sagt man denn, negativ oder auch nicht mit einer Bitterkeit, wenn ich so rückblicke, sondern ich bin der Meinung, dass dieser Zugang, der halt von, also die akademische Ausbildung in der Filmerei, ich bin ja selbst jetzt in einer Filmschule als Lehrer tätig, hat Vorteile und hat Nachteile und ich versuche ja da die Vorteile zu sehen. Also nachdem ich fertig war mit der Ausbildung, erstens einmal hatte ich dann, also mit 19 bin ich nach Wien und das erste Geld, was ich erspart gehabt habe, habe ich mir eine 16mm Kamera gekauft und habe immer schon Kurzfilme gedreht. Und wie ich fertig war mit der Ausbildung, bin ich am nächsten Tag in die Branche gegangen. Also damals gab es noch das Branchenverzeichnis, habe aufgeschlagen, F wie Filmproduktion und bin runter und bin witzigerweise gleich bei der ersten Firma genommen worden und habe dort begonnen zu arbeiten als Assistent und war lang Kameraassistent, Regieassistent und habe dann so jetzt fast vor 20 Jahren dann begonnen, die ersten Arbeiten fürs Fernsehen zu machen und für Industrie und ich bin im Kino gelandet, aus dem Grund, weil das Fernsehen diese Geschichten, wie ich sie erzähle, nicht mehr haben will. Und das Schöne ist aber, dass das Publikum mitgegangen ist. Das ist das Schöne in den letzten Jahren, weil eben das Fernsehen ein politisch besetztes Medium ist und von Leuten bestimmt wird, was ganz logisch ist, die wirtschaftliche Interessen haben und wo es nicht darum geht, gewisse Hintergründe zu, wie sagt man denn, transparent zu machen. Also meinen letzten Fernsehfilm habe ich gemacht fürs österreichische Fernsehen 1998. Das war ein Film über Donauschiffer, der hieß Menschen am Fluss. Und
Der ist dann ausgestrahlt worden, also sehr erfolgreich eigentlich. Und man hat mir dann von der Redaktion gesagt, es wird nie mehr so einen Film geben. Weil das geht nicht, diese Erzählform ist uninteressant, da zippen die Leute weg und so weiter und so fort. Ich bin dann noch nach Deutschland, habe dann in Deutschland noch einen Fernsehfilm gemacht, 2000. Und dort ist dann dasselbe passiert. Und dann war klar, ich muss ein anderes Format mir suchen. Und das habe ich auch getan. Ich habe es erst dann gemacht, weil ich dann bei mir auch das Problem war, dass ich an den Förderstellen praktisch nie, wie sagt man, den partizipieren habe können. Das heißt, ich habe meine erste Förderung gekriegt, da war ich 39 Jahre, das ist noch nicht so lang her. Und da habe ich gleich einen Film gemacht, der hier auch großes Aufsehen bei diesem Festival erregt hat. Und kurz darauf habe ich dann schon Wifid gemacht. Ja, also da gibt es auch verschiedene Zugänge. Sonst ist, man kann das sehr lange erzählen, aber prinzipiell, wie ist die Themenwahl? Also, ich sehe es eher anders. Also, es ist so, dass jeder von uns eine Geschichte, eine biografische Geschichte letztlich auch in sich trägt. Und diese Geschichte, die korrespondiert sehr gut mit gewissen Themen. Ich würde sagen, eines meiner Grundthemen ist die Ausgrenzung. Das ist was mich wahnsinnig beschäftigt. Grenzen in Form von Grenzen schon. Donau ist ein Grenzfluss, darum hat man das angezogen. Dann Limes, das war schon die Grenze. Und dann das Thema auch, wo werden Leute ausgegrenzt, wo werden Gesellschaften ausgegrenzt. Das ist so die ist in mir, das kann man auch nicht wegnehmen. Also selbst wenn man jetzt bei mir, Dinge abschneidet, ist das immer noch da. Das ist so, warum das so ist, da müsste man jetzt eine Psychoanalyse machen oder was, weiß ich nicht. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das jetzt umsetzen? Weil es geht ja darum, dass man Filme erzählt über die Gesellschaft. Und jetzt war eine Möglichkeit, etwas zu erzählen über den Umgang der Gesellschaft mit Nahrung. Und das war diese ursprüngliche Idee. Meine Meinung ist, dass wir hier, die reichen westlichen Gesellschaften, von drei Dingen besonders, wie ich das nenne, verarscht werden. Das sind die Lebensmittelmärkte, das sind die Banken und das sind die Versicherungen. Und ja, die beiden habe ich jetzt abgehakt. Ich mache noch einen dritten Film, aber das sage ich noch nicht wozu. Und das ist jetzt auch nicht der nächste, sondern es wird vielleicht der übernächste sein, weil es sind sehr lange Projekte, die dauern 3 Jahre und wie Sie vielleicht wissen, sind wir ganz kleine Teams, also nicht so groß wie ihr. Und das ist sehr anstrengend und darum will ich jetzt mal was anderes machen. Bei Wifid war ich alleine, beim letzten nicht. Beim nächsten werde ich auch wieder alleine sein, weil das nicht geklappt hat. Wobei die Recherche, das darf man sich nicht so vorstellen, dass jetzt der Groschen gefallen ist und sagt, okay, ja, wir machen jetzt zu diesem und diesem Thema was und jetzt kommt die ganze Literatur, sondern ich habe schon ein gewisses Bild. Ja. Die Recherche, ich sage so gern, die hat begonnen, wie ich 17 war. Also wie ich 17 war, zum letzten Film zum Beispiel. Da habe ich meinem Vater eine Frage gestellt, die hat er mir nicht beantworten können, nämlich warum wir ein Wirtschaftswachstum brauchen in einer Gesellschaft, wo nichts mehr wächst. Weil wir ja gleich bleiben, wir werden ja nicht mehr, gleich viele Leute, eher weniger, weil die Frauen immer weniger Kinder bekommen zum Beispiel. Warum brauchen wir das? Und der hat mir es nicht beantworten können, obwohl er politisch sehr interessierter und versierter Mensch auch war. Und ich habe mir das mit dem letzten Film selbst beantwortet. Also das sind Dinge, die schon sehr lang, das hängt alles mit zusammen. Das ist nicht so wie selbst würde ich einen Auftrag annehmen, was man auch kann. Also wenn jemand, ein Produzent sagt, mach was übers Essen. Dann würde man auch Dinge überlegen, die mich interessieren und die gehen ganz weit zurück. Und die Idee ist ja immer relativ simpel. Man muss es ja ganz simpel machen. Film ist ja ein brachiales Medium. Und der letzte Film war eh so kompliziert und fast zu kompliziert an gewissen Stellen. Bei Wifid war, wo kommt das Essen her? Da war die Idee, wo geht das Geld hin? Das ist, und dem folgt man dann. Und dann kommt man schon, dann tun sich so viele Türen auf und die Schwierigkeit ist jetzt, die richtige Tür zu wählen. Ich muss ja Konzepte schreiben, um Gelder zu lukrieren für Förderstellen, um einen Produzenten zu überzeugen, wie auch immer.
Und ich schreibe diese Konzepte runter sehr fiktional. Also ich schreibe das so wie ein Spielfilm. Da gibt es den Herrn X, der hat keinen Namen, aber das ist jetzt, der Herr X ist ein österreichischer Investor, der, sagen wir, in Asien unterwegs ist. Asien waren die boomenden Märkte, das weiß jeder Mann und jede Frau. Und den beschreibe ich jetzt, was der da macht, und der geht dorthin und so weiter und so fort. Und wenn dann das Geld da ist, dann entscheiden wir, aha, wer käme denn da in Frage, praktisch wie ein Casting, Besetzung. Und dann gibt es verschiedene Persönlichkeiten und eine bleibt dann letztlich über. Die muss ja auch wollen, diese Person. Die muss ja auch griffig sein für einen Film. Das muss ja auch jemand sein in einem Dokumentarfilm. Das ist nämlich da einer der wenigen Unterschiede zur Fiktion. Da gibt es wenige Unterschiede, aber das ist eine, dass eben diese Person dann ja frei ist. Sie kriegt ja in der Regel auch kein Geld und sie muss ja auch wollen, dass wir sie filmen. Während in der Fiktion besetze ich das halt und dann ist das ja ein Schauspieler oder Schauspielerin, die macht einen Vertrag mit der Produktionsfirma und die muss ja dann das tun. Oder sollte das tun, sagen wir so. Also das sind die großen Unterschiede und auch die Schwierigkeiten letztlich. Aber so gehe ich an das ran. Und wie gesagt, wenn man vielleicht 10 Pfade auslegt, dann bleiben am Schluss 5 über und die sind es oder sind es nicht. Also bei WeFeed war es ein bisschen einfacher, weil es auch der einfachere Film ist und es nicht ganz so abstrakt ist, weil man eben Lebensmittelproduktion filmen kann, während man die Geldflüsse nicht filmen kann. Außer man macht jetzt irgendwelche Computerbilder und schaut, wie das da herumflitzt, weil es gibt ja nicht einmal mehr Geld, sondern es gibt einen E-Mail-Verkehr. Und es gibt eine Enter-Taste, die man draufdrückt und in dem Moment ist am anderen Ende des Globus eine riesige Summe angelangt, die völlig abstrakt ist, weil was sagt Ihnen 400 Milliarden? Nichts. Also mir zumindest sagt es nichts. Vielleicht sagt es Ihnen noch was. Ja. Egal. Aber bei WeFeed, ich schreibe es ja schon in den Titel rein. Da gibt es das We und das World. Das war das Entscheidende. Also wir und der Weltgedanke. Und dann kommen so die Episoden. Und die Episode 1 ist, also logischerweise wollten wir Fisch drin haben, wir wollten Fleisch drin haben, wir wollten Gemüse drin haben. Also simpert sich das zusammen. Simpern ist nicht das richtige Wort, fällt mir nicht. So kristallisiert sich das eben raus. Und dann schaut man, ja, wo gibt es denn überhaupt noch gute Fischgewässer? Und dann ist man in Europa ganz schnell einmal in der Normandie und im Nordatlantik. Das ist ganz schnell. Und dann geht man halt dorthin. Und dann kommt man drauf, das ist eigentlich der letzte Platz in der Welt, wo man noch diesen Qualitätsfisch fangen kann. Und dann orientiert man sich immer mehr und schaut, dass man jemanden findet. Und so entsteht die Geschichte. Und die nächste ist dann Spanien, weil das ist die größte, ist der Weltgedanke war das Interessante, größte Gewächshausanlage der Welt. Und so weiter, bis am Schluss Nestle rauskommt, der größte Lebensmittelkonzern. Also so ergibt sich das. Und wie gesagt, also das Entscheidende ist, dass viele Türen aufgehen und man der Gefahr ausgesetzt ist, eben die Falsche aufzumachen. Das passiert auch. Ist passiert. Da muss man schnell wieder zurückfinden, Tür zu und einen anderen Weg machen. Ja. Also beim letzten Film, mit dem ich auch gar nicht zufrieden bin, nebstbei bemerkt, ist eben das aufgrund dieser Recherche passiert, dass eben da jemand anderer noch mitrecherchiert hat. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dort gewisse Arbeiten nicht erledigt wurden. Und urplötzlich stand ich da mit leeren Händen da und Dinge sind nicht mehr möglich gewesen, weil schon die Krise da war. Ja? Ich habe es aber schon kommen gesehen die ganze Zeit. Und plötzlich waren zum Beispiel alle Türen bei den Banken geschlossen. Und das ist verschissen worden, ordentlich. Darum bin ich auch nicht zufrieden. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was letztendlich noch dann rausgekommen ist und auch wie der Film funktioniert hat. In Österreich ist er extrem erfolgreich, in Deutschland auch nicht so schlecht. Jetzt starten in Frankreich in 2 Wochen Benergrig und war künstlerisch relativ erfolgreich. Also wir waren in Amsterdam im Wettbewerb, jetzt war mein Sundance. Also das hat schon irgendwie Wellen geschlagen. Aber hätte ich den Film, den ich geschrieben habe, der am Papier existiert hat, hätte ich den umsetzen können, dann hätten wir jetzt einen richtig guten Film. Das kommt darauf an, welche Geschichte Sie wie erzählen wollen. Das ist das Entscheidende. Und zu dem Wie gehört auch dazu, welche Möglichkeiten habe ich. Auch technischer Natur, auch von meinen eigenen geistigen Ressourcen, auch von meinen künstlerischen Ressourcen, die sind ja auch begrenzt. Es ist ja alles irgendwie begrenzt. Es gibt ja nicht unendlich viel Geld. Ich kann ja nicht sagen, ich kann schon aufschreiben, wir drehen alles auf 35 ins Scope und ich weiß noch, habe ich schon 3 Assistenten mit. Aber was bedeuten 3 Assistenten am Set in so einer kleinen Einheit? Wenn ich mit einem Finanzguru unterwegs bin, ist es vielleicht
viel besser. Es ist intim, weil er auch dieses Understatement anders einschätzt. Weil er plötzlich zu so einer Kamera ganz anders spricht, wie wenn hier Riesenausleuchtungen und ich weiß nicht, 30 Leute am Set herumstehen und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche, die positiven Dinge, die Vorteile der Kleinheit zu nutzen für so etwas. Wenn ich eine andere Geschichte erzählen will, dann muss ich nachdenken, was habe ich zur Verfügung? Das ist einfach lächerlich, wenn man hier zum Beispiel in Österreich, ich sage jetzt irgendwas, einen riesen Actionfilm macht mit Stuntszenen, wo wir die Stuntmans gar nicht haben. Die gibt es einfach hier nicht. Es gibt's in den USA, die kennen das. Ob man diese Filme will oder nicht, sei dahingestellt. Aber nur einmal das Einschätzen der Geschichte am Anfang, das ist mir wesentlich. Und bei diesen Filmen war es jetzt eben so, dass diese Kleinheit ein Vorteil war und darum habe ich auch die Kleinheit gewählt. Es gibt ja Kollegen von mir, die das ganz anders machen. Riesen Aufwand treiben und Kamera, zwei Kameras am Set haben und ein ständiger Steadicam da ist, die irgendwen nachgeht, das kann ich da nicht brauchen, aber wenn es gebraucht wird, wäre es gut, wenn es hier ist. Ich bin auch ein, wenn Sie so wollen, ein Fuchs auf diesem Gebiet. Ein Fuchs, also ich lasse die Leute richtig anlaufen. Ich lulle sie so lange ein, bis sie die Hose runterlassen. Ich will ja wissen, was die Person, nicht um die Person zu hintergehen. Das ist ganz wichtig. Also ich wähle auch Menschen aus, die Verantwortung tragen und diese Verantwortung auch tragen können. Also ich gebe ein Beispiel. Bei Vifid haben wir in Mexiko mit Leuten gedreht, mit Arbeiterinnen vor allem, die für Nestlé arbeiten. Die haben so eine Angst bekommen, das wird dann gezeigt und sie wissen ja nicht genau und wir sind ja Europäer und sie können das gar nicht einschätzen und Angst, das sieht dann eine gewisse Öffentlichkeit und schlägt dann auf die Leute zurück und sie verlieren zum Beispiel einen Job. Und wie ich das gemerkt habe, das ist sofort die Kamera eingepackt. Den Chef von Nestlé, da mache ich mir keine Sorgen, ob der Schwierigkeiten kriegt, wenn er einen Blödsinn sagt. Das ist sein Problem. Der ist geschult, der wird dementsprechend bezahlt und der verantwortet den Konzern nach außen. Also suche ich mir solche Leute. Und mit denen zu spielen, ist ja eine völlig andere Situation, wie mit einem Bauern zu spielen, der nicht geschult ist einer Kamera gegenüber. Diese Leute geben ja einmal in der Woche Minimum, wenn nicht einmal am Tag ein Interview. Also die sind ja geschult, die wissen ja genau, was sie tun. Und ich weiß auch, was ich tue. Also, und von denen das zu hören, und es ist ja interessant, dass ja von denen dann auch die Unzufriedenheit mit diesem System rauskommt. Das sind ja die spannendsten Punkte im Film. Die werden ja dann weltweit zitiert. Und dann der Chef von Bionic-Konzern sagt, we fucked up the world. Das ist was anderes, wie wenn das jemand sagt von Greenpeace oder von Global 2000. Und das interessiert mich, dass die Unzufriedenheit eben auch dort ist. Und das macht das System dann lächerlich. Das wird dann so grotesk. Also ich sage ja, ich mache keine Interviews, habe noch nie ein Interview gemacht, ich weiß gar nicht, was das genau sein soll, außer so jetzt, aber sondern ich stelle Gesprächssituationen her. Also, das ist in der Regel so, das ist auch alles sehr offen, transparent, das muss ich schon dazu sagen, diese Leute unterschreiben alle Verträge, weil sonst werden wir nachher geklagt natürlich, das sind ja große Konzernchefs. Und die wollen natürlich, da ist ja eine lange Vorarbeit, bis sie dort überhaupt hinkommen. Die wollen genau wissen, was passiert da. Und also bei Nestlé zum Beispiel war es so, dass wir haben vier Themenblöcke ausgemacht. Die waren Hunger, glaube ich, Gentechnik, Wasser und Stellung der Lebensmittelkonzerne. Und wir haben nur über diese vier, die habe ich kurz mit Pravik durchbesprochen, davor schon mit seinem Pressesprecher. Und nur über die vier haben wir geredet. Haben zwei Kameras gedreht, sodass ich schneiden kann. Und das zweite ist sicher von mir, das erste weiß ich nicht. Mit den dummen Fragen, ich glaube, dass es keine dummen Fragen gibt, sondern es gibt sehr simple, einfache Fragen. Also ich bin ein Laie. Also, und das nutze ich aus. Also ich stelle jetzt nicht irgendwie eine komplexe Frage, die dann sowieso, deren Antwort dann sowieso niemand versteht, sondern ich sage, Moment mal, ich käme nicht aus, erklären Sie es mir, dann verstehen es die normalen Leute auch, weil der Film ist ja gemacht für die normalen Leute und nicht für irgendwelche Experten. Und das ist genau der Unterschied. Das ist der Unterschied. Plötzlich müssen diese Leute zu Laien sprechen. Es erscheint plötzlich in einem anderen Kontext und das ist die große Stärke dieser Filme. Film ist eine Kontextkunst.
Das ist das Allentscheidendste. Auch fiktionaler Film. Es kommt die erste Einstellung, die zeigt irgendwas, dann kommt der Schnitt, dann kommt die zweite Einstellung. Und die zweite Einstellung steht im Kontext zur ersten. Und so weiter. Dann kommt die dritte und so weiter und so fort. Dann gibt es ein übergeordnetes Thema, das kennt man vielleicht auch, das zieht dann an, Geld, wollen wir wissen, Essen, das interessiert uns auch oder irgend sowas. Ja. Und so sind diese Filme gebaut. Aber ich stelle ja keine hinterhältigen Fragen oder irgendwas. Ich will eigentlich, darum brauche ich so lange, wissen, wie denken diese Leute als Menschen. Das interessiert mich. Nicht, was für Maschinerie spulen sie ab und dahinter steckt ein Marketingkonzept. Mit anderen Worten, wir kommen dorthin, oft, wie gesagt, zu zweit, auch mit so kleinen Kamera in der Größe circa. Ist nichts anderes. Technisch ist das ja alles möglich heute, das wissen Sie genauso gut wie ich. Und jetzt ist es aber so, dass im ersten Moment bei diesen hohen Tieren immer ein großer Enttäuschungsmoment eintritt. Weil sie dachten, ursprünglich ist jetzt ganz was Wichtiges und NBC und BBC und ARD und was da alles gibt. Und viele, viele Leute. Und der Chefredakteur sitzt im schwarzen Anzug. Nein, es sitzt der Filmmacher, der irgendwie mit einer Jeanshose daherkommt, mit seiner Assistentin, die 25 Jahre alt ist. Und die haben dann nicht viel. Und das ist ein ganz anderer Moment. Und den habe ich aber bewusst hergestellt. Ich kann auch eine große Kamera ausbohren, das ist ja kein Problem. Und Leid kriege ich in der Zwischenzeit auch genug, ist auch kein Problem. Sondern ich will diesen Moment haben, ich will diesen intimen Moment haben und diese einfachen Fragen. Und irgendwann vergessen es dann die Leute. Und das ist eine andere Situation, outstanding. Die ist anders wie, gesagt, Fernsehstudio und Schminke und was es da alles gibt. Show, das ist ja eine Show. Das ist eben, ich will eben den Show-Effekt so weit wie möglich raushalten. Und dann kriege ich andere Antworten, die suche ich. Das Wesentliche ist ja für mich nicht der Schnitt, sondern die Montage. Das meine ich auch im Kontext. Also Schnitt ist jetzt, wie sind da tut man den Kadern herum und wie sind die Übergänge und so. Aber wie sind Blöcke ineinander montiert? Und im Schnitt kann man dann nur Effekte erzielen und so weiter, aber die Montage ist eine der wesentlichsten Sachen. Die Franzosen nennen das eben auch Montage. Das ist das, wie sagt man denn, das Geheimnis des Films. Das ist das, wo der Film wirklich bei sich ist. Das ist das Einzige, was neu ist am Film. Das Laufbild ist nicht neu, das ist von der Fotografie abgeluchst und das Schreiben ist irgendwie abgeluchst von der Literatur und Schauspiel vom Theater. Aber beim Schnitt, da ist der Film wirklich bei sich. Das kann nur er. Oder, ja. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und darum muss ich als Filmmacher, kann ich den Schnitt nicht aus der Hand geben. Das tut auch niemand, der das ernsthaft betreibt. Ich sehe das schon beim Drehen. Also ich weiß ganz genau, gewisse Einstellungen sind so stark, die halten. Und ich werde sie irgendwo brauchen. Das weiß ich. Ich schneide auch bei mir über ein kleines Atelier. Ihr wisst das gut genug. Das geht halt auf ein bisschen ein Macintosh-Computer und ein paar Sachen, also um 10.000 Euro ist man schon gut dabei. Und das ist wichtig, dass das mit dem bin ich verwachsen. Also wenn ich um 2 in der Früh die Idee habe, ich will jetzt einen Schnitt ausprobieren, dann stehe ich auf und mache es. Und dazu muss ich das Handwerk können. Also ich will ganz starke Leute, umso stärker, umso besser. Und stark meine ich jetzt nicht, dass solche Muskeln haben, sondern mental stark sein und eine eigene Meinung haben. Das ist das Entscheidende überhaupt. Das will ich. Und die letzte Entscheidung muss sowieso ich treffen. Und es gibt natürlich viele Punkte, wo ich unsicher bin, wo ich mir denke, ist das besser oder ist das besser? Da ist zwar schon eine gewisse Vorentscheidung gefallen, aber ich bin mir nicht sicher und dann horche ich mir das an, dann spiele ich. Also bei wie viel haben wir das Glück gehabt, dass wir keinen Zeitdruck gehabt haben. Und da ist dann die 18. oder 19. Version ins Kino gekommen. Jetzt ist die 3. Version ins Kino gekommen, weil ich so einen Zeitdruck gehabt habe durch diese Ausfälle. Und da war die Möglichkeit nicht, das noch mehr Leuten vorzuführen, aber ich führe das vor, horchen wir das an von allen möglichen Leuten und das überlegen wir das lang. Das ist ein sehr mühsamer Prozess. Das ist das Schlimmste, was es gibt, ist, wenn sie einen Rohschnitt vorführen. Das ist grauenhaft für den Macher, für die Macherin. Und macht aber nichts, es ist eh nur der Rohschnitt, man hört sich das an und ich würde auch empfehlen, nicht immer gleich emotional die anderen Leute niederzumachen, sondern horchen, sitzen lassen, drüber schlafen, sagen, vielleicht hat der da recht, hinterfragen, vielleicht hat er recht, schauen wir das einmal. Und dann entsteht was und die Leute haben auch ein Gespür. Das Wesentliche ist das Gespür.
ja, das ist gespannt, was das mit dem, das da oben ist gut und irgendwann muss das da runter und dann setzt man das um. Es ist so, dass ich ja die Filme leider nicht selbst produziere, weil sonst wäre ich jetzt reich geworden. Macht das oft auch die Produktionsfirma, was mir genauso recht ist, weil das Meinungen. In meinem Freundeskreis ist es so, dass ich die Leute bitte, von denen ich weiß, dass sie mir in etwa das sagen, was sie wirklich denken, also die mir kritisieren. Ich brauche niemanden, der mir abnickt und sagt, wie gut das ist. Das hilft mir überhaupt nichts. Ja. Sondern die mich kritisieren, die es auch verstehen, die ja, die intellektuellen Möglichkeiten haben, das überhaupt zu verbalisieren. Das ist ja nicht so einfach. Also Filmanalyse ist ja nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Also die beste Erfindung war die Erfindung der TV-Kamera. Der Mini-TV-Kamera. Das war der Durchbruch für alle Filmmacherinnen und Filmmacher. Das ist eine neue Ära angebrochen. Wer will, kann jetzt mit einem Gerät, das 1000 Euro, sage ich jetzt irgendwas, losziehen. Das war nicht möglich zu der Zeit, als ich begonnen habe. Da war mit 1000 Euro überhaupt nichts. Also gab es eine Selektion. Nur gewisse Leute sind zu diesen Geldern hingekommen. Diese Leute waren wieder Seilschaften. Die haben sie untereinander, die haben unter Umständen gar nicht diese Leidenschaft gehabt. Sondern die haben sie irgendwie wichtig gemacht. Also was ich am meisten habe gelernt mit Regisseuren, die nichts können, die richtige Flaschen waren, die sind durchgestanden zum Kameramann gesagt, hin, da, schwarzer Anzug, irgendwie wichtiger Regisseur, biete mir was an. Dann hat er irgendwas eingestellt zum Schauspieler. Ja, biete mir doch was an, dann hat er irgendwas gespielt und vielleicht hat es passt. Also ich könnte wirklich Namen nennen, ich war bei den Filmen dabei. Aber bei Filmen, die dann gut geworden sind, weil diese Zufälle zusammengespielt haben oder der Regisseur eine Vollflasche war. Und der leitet dann eine Filmhochschule oder irgendwas. Müssen Sie sich vorstellen, gibt es alles auf der Welt. Also traut niemand, macht es selbst. Wirklich, ich kann es euch sagen. Und die Möglichkeit, das hat sich geändert. Und jetzt ist die Möglichkeit da. Ihr seid auf diese Flaschen nicht mehr angewiesen. Ihr nehmt euch sowas, wenn ihr 1000 Euro nicht habt, borgt das alles aus. Ich, nach jedem Film schenke meiner Assistentin das ganze Klumpert, Stativ nicht, aber Kamera, alles. Bis zum nächsten ist eh schon wieder was Neues. Damit sie die Möglichkeit hat, in dem Fall ist es der Frau gewesen, die Möglichkeit hat, das zu tun. Und sie tut auch. Sie macht neue Filme damit und hat die Möglichkeit. Das ist super und das müsst ihr ausnützen. Wer das will, kann heute Filme machen mit sehr, sehr kleinen Budgets und wenn man jung ist, hat man Leidenschaft und da drin bringt man, auch wenn es Fiktionales ist, kein Problem. Und das werden auch die stärksten Sachen. Und dort lernt es am meisten. Das kann euch, da kennen alle, reden hunderten Stunden. In einer Stunde lernst du dort mehr beim Tun wie bei 10 Vorlesungen vom Herrn XY. Ich bin da eingestiegen mit 23 circa in das Business. Als Business meine ich jetzt damit, dass ich auch dafür Geld bekommen habe. Schon als Assistent und so. Und ich habe immer davon leben müssen. Ich habe 2 Töchter, die in der Zwischenzeit studieren und die einen Haufen Geld kosten. Und ganz normale Situationen. Also das ist ja nichts so Außergewöhnliches. Und habe ganz harte Zeiten gehabt, also wo wenig Geld da war und wo eben viele Auftragsfilme haben machen müssen. Industrie, Imagefilme, das nennen sie Imagefilme, du hast aber das schlechteste Image, was es gibt, schlechte Bezahlung. Ich habe aber in dieser Zeit eben gelernt, alle Dinge zu tun und wahnsinnig viel experimentieren können, weil die Freiheit dort sehr groß ist. Ja, weil das, wenn sie einen Partner haben, der sagt, naja, das ist, mach was über meine Firma, dann gibt es ja da tausende Möglichkeiten, das zu tun. Und dort habe ich viel gelernt, aber ich habe bis jetzt davon leben können und die letzten Jahre nicht so schlecht und kann aber auch nur empfehlen, das Entscheidende beim Filmmachen ist nicht, dass man davon leben kann, das wird ein Nebeneffekt sein, sondern das Entscheidende ist, was man für Geschichte erzählen will und wenn dann das Geld irgendwie kommt für diesen Alltag, dann ist das super. Wenn es nicht kommt, ist es eine ganz schwierige Phase. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste auch nicht das Talent, sondern das Wichtigste ist die Ausdauer. Wie lange hält man das aus? Ja, weil das ist ja eine unfassbare psychische Beanspruchung, wenn da monatelang kein Geld kommt und man lebt in einer Familie und wie tut man da jetzt? Ja? Und ja, das habe ich alles hinter mir, ist auch überlebbar, aber
eine große Schwierigkeit. Also ich sage den Studenten immer am ersten Tag, bei mir war es so, da gab es noch Schilling, jetzt gibt es ja keine Schilling mehr. Ich bin viele Jahre meines Lebens herumgegangen und habe maximal 100 Schilling eingesteckt gehabt. Und wenn ihr damit leben wollt und damit leben könnt, und meinetwegen jetzt mit 100 Euro, was ja schon das 14-fache ist, dann seid willkommen, aber ihr sollt das wissen. Ich habe eine Idee, die wir mit dem Produzenten besprechen, und wenn er sagt, das kann er finanzieren, dann machen wir das. Und dann beginne ich erst zu schreiben. Dann gibt es ein Entwicklungsbudget und reicht man das ein. Und in der Zwischenzeit, also bei mir ist es so ein eigener Prozess, also es ist immer so, also der Moment, wo ich eine Ordnermappe anlege, physisch. Ja, das zieht sich lang hin, da habe ich nur Notizzettel und so. Und irgendwann nehme ich einen Ordner fast automatisch und schreibe den Arbeitstitel drauf und beginne einzuheften. Und in dem Moment ist es immer noch ein Film geworden, die letzten Jahre. Und wenn in dem Moment, dann bin ich selbst überzeugt und dann will ich es auch machen. Und da kann mich auch niemand aufhalten. Da kann mich niemand aufhalten. Und wenn ich das Geld nicht bekomme, was momentan nicht der Fall ist, aber durch die Finanzkrise ist es möglich, dass die Förderungen extrem zusammengekürzt werden. Dann wird es wieder Probleme geben, dann muss ich wieder auf die Kleinheit zurückgreifen. Aber ich suche mir davor schon wirklich Themen, wo ich mir auch denke, das würde ich auch sehr stark empfehlen. Ist das filmisch machbar? Ist diese Geschichte gut erzählt in einem Film? Oder ist sie vielleicht viel besser erzählt in einer Symphonie? Ich weiß es ja nicht. Oder in einem Sachbuch oder in einem Roman oder in einer Novelle oder keine Ahnung, ein Gemälde, in einem Theaterstück. Das ist ganz entscheidend. Was ist überhaupt filmisch gut erzählbar? Und das muss man sich schon überlegen. Ja, das war beim letzten schon sehr grenzwertig. Das haben alle gesagt, du hast ja keine Bilder. Findest ja keine Bilder. Und ich habe schon gewusst, dass mir was anders. Und es ist dann doch gelungen, trotz dieser ganzen Schwierigkeiten und trotz der Storys, die im Film überhaupt nicht untergekommen sind. Ich war zweimal in China. Also, das ist ja ein Riesenaufwand. Und es ist kein Kader drinnen. Ja. Der Produzent vertritt das Publikum. Und sehr oft sagt er mir Dinge, die ich nicht gern höre im ersten Moment, und wo ich, aber beim Entwickeln schon. Und am nächsten Tag, bei mir dauert es immer einen Tag, genau. Am nächsten Tag gehe ich in der Früh, mache meinen Sport, eine Stunde, zwei, und da entstehen alle Ideen für den Tag. Und dann denke ich mir oft, er hat recht, er hat einfach recht, er hat recht, der Punkt ist richtig, es tut mir leid. Oder meine Töchter haben sich was angeschaut, sie haben recht. Ich habe das bis jetzt nicht gesehen. Und dann rufe ich meistens sofort an und sage, ja, du hast recht, ich baue das um. Ich baue das jetzt ein. An die Zuseher denke ich überhaupt nicht, oder an Zahlen sowas überhaupt nicht. Mein Ziel ist, einen guten Film zu machen, das ist schwierig genug. Das ist richtig schwierig. Und da gehört auch viel Glück dazu. Filme, die nicht so gelungen sind, ist nicht immer der Filmmacher, der irgendwas schuld, sondern da spielen so viele, es ist so komplex, da spielen so viele Dinge mit, die eine habe ich gerade so in etwa bei mir anklingen lassen. Ja. Es ist ja auch nichts Böses. Es ist ja nicht so, dass man da von der Mafia torpediert wird. Das hat Fellini gehabt. Der hat die Negative in einem Tresor gehabt, weil er Angst gehabt hat, dass die Mafia die Negative entführt oder stiehlt oder wie auch immer. Ja, also das haben wir nicht. Aber das ist ganz, ganz schwierig. Und aber was umgekehrt ist, und da würde ich doch gern an Godard zitieren, der ein geistreicher und auch sehr witziger Zeitgenosse ist und viele gute Beiträge zum Kino geleistet hat. Und Godard hat gesagt, das Wichtige im Kino sind nicht die Filme, sondern das Wichtige im Kino sind die Menschen, die diese Filme anschauen. Weil der Film erst dann ein Film ist, wenn er angeschaut wird. Das ist meine Beziehung zum Zuseher. Und jede Filmmacherin und jeder Filmmacher will, dass das viele Leute anschauen, weil es ein Massenmedium ist. Das kann man niemand erzählen, dass einem das wurscht ist, wenn nur zwei Leute, ich habe solche Filme gemacht, waren nur 15 Leute. Das ist einem nicht wurscht, das ist in einem Theater ein trauriger Blick, wenn da die tollsten Schauspieler sind, da sitzt kein Mensch drinnen. Und wir für die Leute machen den Film und ich versuche das so gut wie möglich und mehr ist mir auch nicht möglich. Denk nicht an die Millionen oder irgendwas, überhaupt nicht. Diese Unterscheidung, Dokumentar, Fiktional, das wird euch der Seidel auch sagen, die gibt es beim Machen kaum. Die gibt es beim Machen dort,
wo eben diese Leute, ich muss sie bitten und sie müssen meistens umsonst mittun und müssen sich selbst darstellen. Aus dem Grund ist es glaubwürdiger. Ja, weil natürlich auch der Herr XY, der der Boss ist von irgendeinem Konzern, weiß ja, dass da eine Kamera steht und der verhält sich anders, wie wenn da keine Kamera steht. Aber er ist der wirkliche Boss und er wird nicht von einem Schauspieler gespielt. Und jetzt ist der große Unterschied aber in der Rezeption. Wenn die Leute das anschauen, da steht drauf Dokumentarfilm, das haben schon einen Trailer gesehen und auf dem Plakat und überall, wissen aus der Zeitung wissen sie das. Und dann gehen sie dorthin und weil ja der Herr X auch der Herr X ist und die Frau Y, und nicht dargestellt von jemand, sondern ja, jetzt schauen sie das ganz anders an und denken sie, was der sagt, sowas, das gibt es ja nicht. Das ist ja. Und gehen aus den Kindern und sagen, boah, das gibt es nicht, das haut sie um. Wäre das Ganze gleich nur fiktional gemacht, würden sie sagen, Gott sei Dank ist es nur ein Film gewesen. Und das ist der Unterschied. Wir sind Dramatiker, es hilft nichts. Wir sind Dramatiker und setzen das ein und ich muss immer zurückkommen. Welche Geschichte wollen Sie erzählen und dann wie? Und diese Geschichten sind besser, meiner Meinung nach, so erzählt. Eben dokumentarisch mit den echten Leuten. Andere Geschichten sind das überhaupt nicht. Und der Vorteil ist ja vom Fiktionalen, dass das übersichtlicher ist, dass das an einem gewissen Tag beginnt und an einem gewissen Tag endet und eben die Schauspieler und die Kolleginnen und Kollegen alle zusammenkommen und hoffentlich in die Richtung gehen, die der Director, darum heißt der Director, die Richtung angibt. Mehr ist ja da nicht zu sagen. Wenn Sie reich werden wollen, dann suchen Sie einen anderen Job. Das wird da nichts. Das ist auch spekulativ. Das Entscheidende, da bin ich wieder bei Godard, ist, warum drehen Sie? Warum wollen Sie, was zieht Sie zum Kino? Warum wollen Sie dorthin? Und warum wollen Sie diese Geschichte erzählen? Und das Entscheidende ist nicht, dass Sie mir das erklären oder irgendein Professor oder ein Bankdirektor, der Ihnen den Kredit gibt, sondern dass Sie es selbst wissen. Sie müssen es wissen. Oder Sie, wenn Sie einen Film machen. Das ist entscheidend. Und dann ergibt sich alles andere mehr oder weniger von selbst. Wir sind, glaube ich, nicht dazu da, um reich zu werden. Das zeigt ja die Krise. Das Problem ist, die Krise kam ja auch, weil zu viel Geld da war. Das war das Problem. Nur es ist falsch verteilt. Das ist das. Und ich kann nur den Tipp geben, glaubt an euch. Es gibt auch keine Konkurrenz. Das ist auch ein völliger Blödsinn. Das, was Sie können, kann ich nie und nimmer. Und das, was ich kann, können Sie nicht. Weil ich ein anderer Mensch bin, nicht weil ich besser bin, überhaupt nicht, oder weil Sie besser sind, sondern weil Sie ganz anders auf die Dinge hinschauen. Film machen ist eine Frage der Perspektive. Sie haben eine andere Perspektive wie ich. Er stellt seine Kamera so auf, wie er, das ist für ihn seine Perspektive, in dem Moment jetzt. Ist genauso aufgestellt. Ich hätte es vielleicht einen Zentimeter weiter ausgezogen, das Stativ. Oder auch nicht, ich weiß es ja nicht. Und schon entsteht eine andere Perspektive, oder die Lampen so positioniert, oder wie auch immer. Also, warum will ich erzählen? Was ist meine Perspektive? Was ist meine Haltung? Und der Rest passiert dann von selbst. Und wenn das einigermaßen gut ist und wenn die Themen noch stimmen, dann findet das sein Publikum. Und dann dann kommt irgendwie auch wirtschaftlich was in Gang und dann kann man davon leben. Das wäre mein Zugang. Also auf keinen Fall umgekehrt. Auf keinen Fall geht es um Film, weil ich reich werden will. Oder das ist vielleicht in der Werbung möglich, habe ich keine Ahnung. Selbst dort funktioniert es nicht, weil man muss ja authentisch sein. Und da sind wir wieder. Authentisch ist man nur, wenn man das macht, was bei mir ist. Und ich glaube, der Sinn des Lebens ist auch genau die Suche nach der eigenen Identität. Mhm.